Er war einst ein sportliches, rassiges Coupé. Jetzt ist er ein Crossover-SUV. Die Rede ist vom Ford Puma, der heute mit mir hier gemeinsam vor der Kamera steht. Ich möchte heute euch einmal den Wagen genauer vorstellen. Ich nehme euch dabei mit auf eine Verbrauchsrunde, die wir immer hier stets abfahren. Und zwar beinhaltet diese 50% Überland, bergauf, bergab, 40% Autobahnanteil, VMAX 140 Stundenkilometer und 10% ist unser Stadtverkehranteil. Wir wollen nicht nur herausfinden, was der 1 Liter EcoBoost mit Mildhybrid und Doppelkupplungsgetriebe zu leisten imstande ist hinsichtlich Verbrauch. Nein, ich gebe euch natürlich auch während der Fahrt alle wichtigen Tipps, die euch interessieren, zum Ford Puma. Wie sitzt es sich da drin? Wie fährt es sich? Wie sind die Platzverhältnisse? Was genau haben wir für einen Antrieb? Und am Ende wollen wir natürlich herausfinden, was kostet das Ganze? Was hat er verbraucht? Und dann gibt es noch ein paar nette Worte von mir obendrauf. Wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst diesem ganzen Video ein Like da. Abonniert den Kanal gerne kostenfrei, damit ihr nicht weitere Videos hier auf dem Kanal verpasst. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir jetzt einsteigen gemeinsam und uns auf die Verbrauchsrunde begeben. Viel Spaß! Es war eine sehr clevere und wirklich gute Entscheidung, in Köln den Ford Puma zu einem Crossover-SUV aufzupusten, sage ich jetzt einmal. Optisch muss man entscheiden, ob einem das Ganze gefällt. Ich persönlich finde das Design relativ frisch und immer noch gut, auch wenn viele da draußen eher so ein bisschen unken. Das ist so ein bisschen Frosch-Design, aber da schreibt mir sehr gerne mal eure Meinung unten in die Kommentarbox. Ich bin sehr gespannt darauf. Mit einer Außenlänge von 4,19 Meter, einer Bauraumhöhe von 1,54 Meter und einer Fahrzeugbreite mit Außenspiegeln von 1,93 Meter entspricht der Puma einem Kleinwagen-SUV. Wie schon gesagt, er basiert auf dem Ford Fiesta und übernimmt dadurch auch viele seiner Bauteile, wenn man das auch erst einmal auf den äußerlichen Blick kaum erkennen mag. Beim Kofferraum legt er deutlich zu. 456 Liter Standard-Laderaumvolumen sind schon an Bord. Die im Verhältnis 2/3, 1/3 umlegbare Rücksitzbank, wenn sie denn umgeklappt wird, gibt zwar keine ebene Ladefläche, dennoch besteht ein richtig gutes Kofferraumvolumen von maximal 1216 Liter. Und besonders cool finde ich, unter dem doppelten Laderaumboden im Fahrzeugboden eingelassen ist die Ford Megabox. Die bietet 81 Liter Volumen und die kann man sogar mit Wasser füllen, weil das eine Kunststoffwanne ist, die auch einen Stöpsel hat, wo man dann das Wasser direkt unter dem Fahrzeug ablassen kann. Also falls ihr mal Goldfisch oder aber eben matschige Stiefel oder ähnliches transportiert, dann passt das da wunderbar rein. Oder aber für Golfer von euch, die können natürlich das der Golf-Equipment da zum Beispiel senkrecht hineinstellen. Im Fond geht es auch äußerst geräumig zu für diese Fahrzeugklasse. Ich habe mit meiner Größe von 1,78 Meter genügend Kopf- und Kniefreiheit. Schade ist allerdings, es gibt keine Luftausströmer in der Mittelkonsole, keinen Stromanschluss sowie keine Mittelarmlehne. Da fühlt man sich dann schon eher so ein bisschen wie der Passagier eben der zweiten Klasse. Finde ich ein bisschen schade. Für Kinder aber ganz positiv, für die Kindersicherheit haben wir Isofix an den Außenbahnen, wobei auch hier die Isofix-Bügel eher etwas versteckt untergebracht sind und da muss man sich dann erst einmal reinfiemeln. Auf den vorderen Sitzen geht es allerdings dann angenehm zu. Hier ist auch ebenfalls Knie- und Kopffreiheit sehr angenehm. Wir haben auch hier optionale Massagesitze verbaut für Fahrer und Beifahrer. Die sind wirklich gut und haben auch eine schöne Massagefunktion. Das ist eher so ein Rollen mit der Lordosenstütze, aber die drückt schon ganz gut. Also hier sorgt das Ganze auch für Entspannung. Lenkrad natürlich in Höhe und Tiefe einstellbar, genauso wie der Fahrersitz. Der Blick in den Innenraum gibt dann ein kühles
Cockpitpreis. Hier wirkt noch vieles sehr analog. Wir haben ein analoges Kombi-Instrument mit einem großen Bordcomputer-Menü, das auch farbig ist. Es gibt aber auch ein voll digitales Kombi-Instrument, wobei das derzeit aufgrund der Halbleiter-Thematik eher Mangelware ist oder beziehungsweise sogar gar nicht derzeit bestellbar ist. Und das ist natürlich für den einen oder anderen sicherlich etwas schade. Aber ich bin der Meinung, wir haben mit den analogen Rundinstrumenten immer noch eine sehr gute Übersichtlichkeit und perfekte Ablesbarkeit, die hier viel mehr bringt. Insgesamt ist die Bedienung hier im Ford Puma auch wirklich einwandfrei. Wir haben ein großes Media-Display hier, was senkrecht steht. Es ist sicherlich nicht so groß wie viele andere. Es ist ein 9 Zoll großes Display. Das wirkt sehr ordentlich, lässt sich vor allem sehr gut bedienen, weil wir sehr große Touchflächen haben auf dem Schirm. Und damit kann es auch während der Fahrt sicher und zuverlässig bedient werden, ohne dass es allzu sehr vom Verkehrsgeschehen ablenkt. Wir haben auch noch ein klassisches Klimabedienteil mit einer Einzonen-Klimaautomatik hier verbaut. Auch hier haben wir die Möglichkeit, eben uns zum Beispiel noch das Winterpaket reinzuordern mit einer beheizten Windschutzscheibe, einer Lenkradheizung und Sitzheizung. Alles wirklich sehr gut und sollte man sich in meinen Augen für 500 Euro in jedem Fall gönnen. Gönnen kann man sich auch Fahrassistenzsysteme im Ford Puma. Es gibt die Möglichkeit, hier ein Abstandsregeltempomaten, Totwinkelüberwachung, Spurhalteassistenten, Kollisionswarner, Notbremsassistent, Querverkehrswarner, all diese Möglichkeiten bestehen hier. Die kann man sich mit bestimmten Paketen hier ins Fahrzeug hinein konfigurieren. Die Systeme funktionieren auch alle wirklich ganz gut. Selbst die Schildererkennung funktioniert erstaunlicherweise äußerst gut. Hier haben wir allerdings ein Fahrzeug, bei dem wenige Assistenzsysteme verbaut sind. Wir haben hier lediglich einen Spurhalteassistenten. Ansonsten fehlt uns hier die tote Winkelüberwachung. Wir haben auch keinen adaptiven Tempomaten, sondern lediglich einen normalen Tempomaten, der mir persönlich allerdings auch völlig ausreicht. Ausreichend ist immer die Frage bei der Motorisierung. Es gibt derzeit nur zwei Motoren beim Ford Puma, und zwar jeweils einen 1 Liter Dreizylinder EcoBoost genanntes Triebwerk. Das sind Dreizylinder Benziner, die turbo aufgeladen sind. Es gibt wahlweise 125 oder 155 PS. Den 155 PS Motor mit Handschaltgetriebe bin ich euch schon einmal gefahren. Schaut mal unten in die Videobeschreibung, da verlinke ich euch den Test dazu. Wir fahren heute die Basismotorisierung, also den 125 kW und 170 Newtonmeter leistenden Dreizylinder-Motor, und der ist hier als Besonderheit gekoppelt an ein 7-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe, welches bei Ford Powershift-Automatik genannt wird, interessanterweise. Das Getriebe arbeitet auch sehr schön, verschliffen, ohne Zugkraftunterbrechung. Einziger Nachteil im Stadtverkehr eher das Ansprechverhalten beim Anfahren. Das ist ein bisschen zögerlich, da ruckelt es auch gerne mal ein bisschen. Das gefällt mir nicht so gut, vor allem auch durch das Mild-Hybrid-System. Wir haben ja hier einen 48 Volt Mild-Hybrid mit integriertem Startergenerator, und da geht der Motor eben sehr schnell und ohne irgendwelches Ruckeln oder Schütteln aus. Startet auch dann extrem schnell, und das fast schon zu schnell für die Automatik, denn sobald man dann eigentlich schon losfahren will, hat die Automatik aber noch nicht die Kupplung quasi geschlossen und der Kraftstoß wird hergestellt. Das ist deswegen immer oftmals dann etwas ruckelig und eher unharmonisch, auch beim Parken. Wenn man zu sehr auf rückwärts geht und etwas zu schnell auf das Gaspedal, dann kommt es auch eher zu unschönen Vibrationen und eher einem verspäteten Kraftstoß. Also wer viel natürlich in der Stadt unterwegs ist, für den könnte es etwas nerviger sein. Wer sonst viel über Land unterwegs ist, da macht die Automatik dann wirklich Sinn. Sie senkt das Drehzahlniveau entscheidend ab und damit sollte sich dann auch der Verbrauch entsprechend reduzieren hier. Der Dreizylinder an sich arbeitet sehr kultiviert, hat einen schönen kernigen Klang, dreht auch sehr wenig aus. Für mich immer noch einer der besten Dreizylindermotoren, die man derzeit bekommen kann auf dem Markt. Der Motor fühlt sich insgesamt sehr kraftvoll an. Die 170 Newtonmeter sind zwar nicht allzu viel, aber
Dadurch, dass der Puma aber lediglich 1300 Kilo wiegt, geht das Ganze hier munter voran. 9,6 Sekunden gibt das Werk an für den Sprint von 0 auf 100 und die eingetragene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 190 Stundenkilometer. Das wird natürlich mit Anlauf erst einmal erreicht. Sonst fühlt sich der Wagen aber auf der Autobahn ebenso wohl wie vor allem aber auf einer kurvigen Landstraße, denn wir haben eine richtig schöne direkte Lenkung, ein knackiges, eher straff ausgelegtes Fahrwerk. Selbst mit den 17 Zoll Rädern bleibt zwar hier noch genügend Restkomfort, aber mit den 18 Zoll serienmäßigen Sommerreifen, die hier beim Titanium X dabei sind, boah, da könnte es vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen zu straff werden, vor allem weil Kurzstöße gerne mal direkt durchgereicht werden. Windgeräusche allerdings sind sehr gut gedämmt. Wir haben auch kaum akustische Geräusche vom Antrieb zu hören, die uns stören. Im Gegenteil, der bleibt sehr im Hintergrund. Erst wenn man ihn, wie gesagt, ausdreht, dann entwickelt er aber ein sportliches, kerniges Klangbild, was dann zu dem Antrieb hier ganz gut passt. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, wir fahren zum Fazit. Der Ford Puma gehört für mich immer noch zu den besten Kleinwagen-Crossover-Modellen, die man derzeit auf dem Markt bekommen kann. Ja, er ist vielleicht nicht der variabelste und seine Anhängelast mit 900 Kilo in unserem Fall, beziehungsweise 1100 Kilo beim Handschalter, sind natürlich auch nicht allzu viel. Dafür bietet aber der Ford Puma ein richtig tolles, ausgewogenes, aktives Fahrwerk, einen lebendigen Motor und auch einen relativ sparsamen Antrieb. Der Wagen hat jetzt auf unserer Verbrauchsrunde ermittelt 6,0 Liter gebraucht. Der WLTP-Wert gibt 6,3 Liter kombiniert an. Damit lagen wir leicht darunter und mit dem 42 Liter großen Kraftstofftank würden wir dann exakt 700 Kilometer Aktionsradius ermöglichen können. Das finde ich gut, das ist auch völlig in Ordnung. Natürlich die Spritpreise, wir wissen es alle, gehen derzeit durch die Decke. Da sucht man dann auf alle Fälle nach einem sparsamen Fahrzeug. Sparsam ist er beim Einstiegspreis von 25.900 für die gehobene Titanium-Ausstattungsvariante. Es gibt keine Basisvarianten darunter, wie Cool oder Connect, wie beim Fiesta. Nein, der beginnt gleich bei Titanium. Darüber Titanium X mit noch mehr Ausstattung. Das ist die Linie, die wir hier haben, unter anderem mit einem B&O Soundsystem, was wirklich gut klingt. Dann darüber dann die ST-Line oder ST-Line X, X immer für etwas mehr. Und dann gibt es noch den Vignale, den luxuriösen Puma mit Ledersitzen und noch mehr Chromzierrad. Unser Testwagen, so wie er hier steht, mit dem DCT-Getriebe, LED-Scheinwerfern und eben Metallic-Lackierung sowie ein bisschen Fahrassistenz und Winterpaket, der kostet, so wie er hier steht, 34.100 Euro. Ja, viel, aber Ford ist jemand, der auch durchaus gerne Rabatte gibt und es auch schon im Konfigurator anbietet. Also schaut einfach mal da rein, wenn euch das Fahrzeug interessiert. Ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen. Es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like da und gerne ein Kanalabo. Schreibt mir aber jetzt unten in die Kommentarbox eure Meinung. Ich bin sehr gespannt. Lasst uns diskutieren über den Ford Puma. Vielen Dank fürs Reinklicken. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss und Servus, euer Ubi.